Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nachtvorlesung nachgefragt. Ich freue mich wie immer, dass Sie sich reingeklickt haben bei uns. Heute möchten wir Sie über einen Vorgang informieren, den jährlich Tausende und Abertausende Deutsche aus verschiedensten Gründen in Anspruch nehmen müssen, nämlich den Vorgang der künstlichen Beatmung bzw. auch des Weanings. Weaning bedeutet das Entwöhnen von der Beatmungsmaschine. Über diese beiden Dinge möchten wir Sie heute aufklären und wie immer begrüße ich einen absoluten Fachmann an meiner Seite. Herzlich willkommen Professor Dr. Heinrich Becker, Chefarzt der Pneumologie und internistischen Intensivmedizin in der Asklepios Klinik Barmbek. Danke, dass Sie da sind. Herr Professor Becker, vielleicht zu Anfang mal, wie funktioniert unsere Atmung denn überhaupt, wenn alles glatt läuft? Unsere Atmung ist ein Wunderwerk, kann man sagen. Es besteht aus den oberen Atemwegen. Die Nase feuchtet die Luft an, erwärmt sie, filtert sie auch. Dann die Luftwege und eigentlich die eigentliche Lunge, wo der Gasaustausch stattfindet, die Lungenbläschen. Mhm. Dort wird der Sauerstoff aufgenommen über eine ganz, ganz dünne Haut und ins Blut transportiert, und das Kohlendioxid, was als Stoffwechselprodukt im Körper entsteht, wird dort wieder abgegeben und ausgeatmet. Also ein tolles System. Ganz komplex, glaube ich auch. Deswegen gibt es, denke ich, auch so viele verschiedene Ursachen, weswegen die Atmung mal nicht funktionieren kann, was ja durchaus passieren kann. Was sind da die Hauptgründe? Also es gibt, das System ist komplex, es besteht natürlich auch aus dem Kontroll-, aus dem Reglersystem, das befindet sich im Gehirn, im Stammhirn, aus den Nerven, die dann die Muskulatur versorgen, der Hauptatemmuskel ist das Zwerchfell, aber auch Rippenmuskulatur, und auf diesem ganzen System können halt verschiedene Störungen, einmal medikamentös, das kennt jeder, wenn er eine Narkose bekommt, wenn dann der Arzt die Medikamente gespritzt hat und dann keine künstliche Beatmung einsetzt, dann würde der Patient versterben. Oder es gibt auch Substanzen beispielsweise, was leider auch Heroin, was auch die Atmung unterdrückt. Wenn dann Überdosis gegeben wird, dann versterben die Menschen auch. Dann gibt es Dinge wie Lungenentzündung, kennt auch jeder. Wenn das ausgeprägt ist, dann kann die Lunge nicht genügend Sauerstoff aufnehmen. Also vielfältige Störmöglichkeiten in dem System. Glaube ich auch. Atemwegserkrankungen wie Asthma zum Beispiel führen auch dazu. Wie sieht es denn mit dem Rauchen aus? Ja, das Rauchen ist ein Störfaktor, der sehr langsam über Jahre hinweg, aber kontinuierlich die Lunge immer schlechter macht. Bei jedem findet ein Alterungsprozess statt. Die Lungenfunktion wird schlechter im Laufe des Lebens, aber bei den Rauchern etwa viermal so schnell wie bei Nichtrauchern. Und deshalb nach 15, 20, 25 Jahren des Rauchens ist die Lungenfunktion dann so weit eingeschränkt, dass die Patienten erstmals Beschwerden bekommen. Das heißt, sie können nicht mehr gut Treppen steigen, sie bekommen Luftnot, das ist das Hauptsymptom. Und dann müssen die Ärzte mit dem Patienten zusammen versuchen, das Beste noch aus der Situation zu machen. Im Zweifel dann mit Hilfe einer künstlichen Beatmung. Wie funktioniert die Beatmung genau, wenn man sie aus eigener Kraft eben nicht mehr leisten kann? Also beispielsweise bei einer Raucherlunge, will ich jetzt mal sagen, oder bei einer schweren Lungenentzündung oder auch bei einer Herzpumpschwäche, schafft es der Körper nicht mehr genügend Sauerstoff aufzunehmen bzw. Kohlendioxid abzugeben. Und das muss man dann, um den Patienten am Leben zu halten, künstlich bewerkstelligen. Das läuft in der Regel so ab, dass der Patient in einen künstlichen Schlaf versetzt wird, also Narkose. Mhm. Und dann wird über einen Schlauch, der in die Lunge gelegt wird, wird der Patient mit einem mit positivem Druck beatmet. Es wird also Luft in die Lunge hineingepumpt und dann passiv wieder ausgeatmet. Und das kann man über eine relativ lange Zeit durchführen, über Tage, Wochen, sogar Monate manchmal. Mhm. Gibt es da auch Komplikationen manchmal? Also früher hat man sehr aggressiv beatmet, man hat mit sehr hohen Drücken beatmet, und das kann die Lunge schädigen, das weiß man heute. Das kann also in relativ kurzer Zeit die Lungenbläschen zum Platzen bringen quasi oder so stark anschwellen lassen, dass sie überhaupt das Gas nicht mehr aufnehmen und abgeben können. Es kann auch zum Einriss der Pleura, also das Rippenfells bzw. Lungenfells führen. Die Lunge kollabiert dann. Also das sind so die akuten Schädigungen der Beatmung. Mhm.
Sie haben eben schon angesprochen, es kann wirklich über Wochen auch künstlich beatmet werden, also dass der Patient so auf einem stabilen sozusagen Niveau gehalten werden kann. Was sind denn aber die Probleme, die ein Patient hat, wenn die Beatmung dann wieder eigenständig erfolgen soll? Also es gibt eigentlich zwei Hauptprobleme. Das erste ist Infektionen. Wir haben ja keinen normalen Atemweg. Der Patient hat einen Schlauch in der Lunge liegen und das ist die sogenannte Keimrinnbahn. Die Schutzfunktion der oberen Atemwege entfällt und die Keime können sehr leicht in die Lunge gelangen und dort eine Lungenentzündung auslösen. Das sind meistens Krankenhaus-, also Problemkeime. Mhm. Die Lungenentzündungen sind dann schwer zu behandeln. Das ist das eine. Das verschlechtert natürlich die Ausgangssituation des Patienten. Zum Zweiten ist es so, dass die Atemmuskulatur durch langezeitige Beatmung auch in der Funktion vermindert wird und dann die Patienten es nicht mehr schaffen, nach einer gewissen Zeit alleine zu atmen. Damit wären wir eigentlich schon sozusagen beim zweiten großen Thema, beim Weaning, also dem Entwöhnen von der Beatmungsmaschine. Das klappt also nicht immer reibungslos, wie ich Ihren Worten entnehmen kann. Also etwa bei 5% aller Patienten, die künstlich beatmet werden müssen, funktioniert das nicht reibungslos. Das geht mal, also man spricht eigentlich von kompliziertem Entwöhnen, wenn es mehr als eine Woche und bei vielen Patienten, die wir bekommen, mehr als 3 Wochen lang nicht gelungen ist, dass der Patient selbst atmen kann wieder. Mhm. Wie funktioniert denn genau so ein Weaning-Versuch? Also es kann ja nicht sein, dass ein Patient, der vielleicht wochenlang mit einer Maske beatmet werden musste, dann nehmen Sie wahrscheinlich nicht gleich die Maske weg und schwupps, funktioniert alles wieder. Machen Sie das so stundenweise, dann immer unter Aufsicht? Wie wird so langsam man wieder an das Atmen herangeführt? Die Patienten haben ja heutzutage meist einen Luftröhrenschnitt. Das heißt, hier über die Haut wird eine Verbindung zur Luftröhre direkt gemacht. Darüber werden die Patienten beatmet. Und wenn man wieder versucht, die Patienten selbst atmen zu lassen, dann wird die Unterstützung, die das Beatmungsgerät leistet, heruntergefahren bis auf null, natürlich manchmal über Tage hinweg. Und dann, wenn die Unterstützung gleich null ist, atmet der Patient eine Zeit lang spontan. Und man schaut, wie toleriert er das, kann er genug Atemhubvolumen generieren und bekommt er Stress. Diese Dinge werden dann beobachtet und dann wird er wieder zurückgenommen, dass das Gerät wieder ihn unterstützt und die Arbeit leistet. Und am nächsten Tag oder einige Stunden später geht das Ganze von vorne los. Mhm. Das heißt, tags und nachts wird unterschiedlich beatmet oder hat man einen unterschiedlichen Bedarf als Patient? Also das läuft typischerweise so, nachts muss der Körper sich ausruhen, nachts wird in der Regel komplett maschinell beatmet, der Patient soll schlafen, er soll gar nichts selbst machen müssen, das Gerät beatmet ihn komplett. Und tags ist die Phase des Trainings und dann wird die Unterstützung des Geräts heruntergeregelt und der Patient atmet zunehmend mehr selbst. Mhm. Und so ist es Schritt für Schritt, sodass im Idealfall der Patient dann irgendwann ganz ohne Unterstützung wieder atmen kann und nach Hause gehen kann. Ja, irgendwann schafft der Patient es dann, über Stunden ohne Beatmungsgerät auszukommen, dann wird das Beatmungsgerät auch weggenommen. Der Patient hat nur noch etwas Sauerstoff, eine Anfeuchtung. Und das führen wir dann 1 bis 2 Tage durch, sehen, ob der Patient das schafft, ohne sich zu verschlechtern. Und wenn das der Fall ist, dann wird auch der Luftröhrenschnitt verschlossen. Mhm. Sie haben es aber schon angesprochen, Herr Professor Becker, es ist leider auch häufiger so, dass diese Weaning-Versuche nicht reibungslos klappen, dass so ein Entwöhnungsversuch fehlschlägt. Warum ist das so? Also das ist das Häufigste auch wieder die Infektionen in der Lunge. Mhm. Dass die Patienten im Laufe ihres Intensivaufenthalts eine Infektion bekommen und dass die Atmung so schwer wird, dass sie es alleine nicht schaffen. Mhm.